Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum ersten Path of Titans Video hier auf meinem Kanal. Das Spiel soll bis Ende diesen Monats pre-releasen, das heißt, dann werden wir eine Vorab-Version bekommen, ist also nicht mehr lange hin. Ich freue mich schon sehr darauf und deswegen dachte ich mir, zocken wir mal heute gemeinsam die Demo an. Die kann man nämlich auch schon spielen. Übrigens, die Pre-Release-Version, also die Vorab-Version und die Demo kann man nur spielen, wenn man das Spiel vorbestellt hat. Das heißt, ihr müsst das Spiel vorbestellen und dann könnt ihr auch irgendwann dann im Laufe dieses Monats dann die Vorab-Version spielen. Nicht, dass ihr das dann nicht spielen könnt, weil ihr das nicht wusstet oder so. Deswegen sage ich euch das nur. Ja, ich kann für euch auch unten in die Videobeschreibung einen Link packen, wo ihr das Ganze machen könnt und sowas. Da könnt ihr euch dann schlau lesen, würde ich sagen. Die richtige Version von dem Spiel erscheint dann übrigens im zweiten Quartal 2020. Das heißt, bis 30., 31., Ende Juni, sagen wir mal. Ich weiß leider nicht, wie viele Tage der Monat hat. Ich glaube 31, oder? Ich glaube 31, passt schon. Egal, ich wollte mir auf jeden Fall heute mal mit euch die Demo-Version von Path of Titans angucken. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe das Spiel gerade nur einmal gestartet, um zu gucken, ob alles flüssig läuft. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was man hier so alles herausfinden kann und was man hier ausprobieren kann. Hier haben wir zum einen die Charakter-Customization. Da kann man logischerweise einen Dinosaurier erstellen und ja, die Skins anpassen, das Optische ein bisschen anpassen. Ich weiß gar nicht, was man da alles für Möglichkeiten hat. Werden wir gleich alles ausprobieren. Dann hat man hier einmal den Punkt AI. Das sind logischerweise die computergesteuerten Dinosaurier. Die kann man da wahrscheinlich auch so ein bisschen herausfinden. Wird wahrscheinlich ähnlich wie bei The Isle sein. Dass dann da irgendwelche kleinen Pflanzenfresser oder so sind, die man dann jagen kann und fressen kann als Fleischfresser. So stelle ich mir es zumindest vor. Ich weiß es auch nicht genau. Achso, übrigens, für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Das Spielprinzip ist ähnlich wie bei The Isle. Man ist ein kleiner Dinosaurier und versucht dann zu überleben bzw. zu wachsen und nicht gefressen zu werden. Und ja, das ist ein ganz nettes Spielerlebnis. Ist immer sehr, sehr spannend. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Spiel. Nächster Punkt ist Time of Day und Weather. Ist, denke ich mal, auch logisch. Tageszeiten und Wetter. Kann man da auch schon mal ein bisschen ausprobieren. Dann können wir hier einmal die Singleplayer-Map erkunden. Auch sehr interessant. Die Multiplayer-Map kann man auch erkunden. Ich glaube, man kann sogar schon mit anderen Spielern auf einer Insel spielen. Was ich auch sehr interessant finde. Und der letzte Punkt, den wir ausprobieren können, das ist einmal Schwimmen. Hier sehen wir einen Suchomimus, glaube ich, ne? Cool, freue ich mich auch drauf. Es kommen übrigens noch weitere Punkte in der Demo. Die kommen jetzt bald, müssten sogar echt bald kommen. Die werden wir dann auch ausprobieren, wenn es soweit ist. Da haben wir zum einen mal Fischen. Das wird dann auch sehr interessant sein für Suchomimus, Spinosaurus, Baryonyx, denke ich mal. Also für alle Dinosaurier, die sich auch gerne von Fisch ernährt haben. Dann haben wir natürlich noch einen sehr spannenden Punkt, nämlich Kämpfen bzw. Combat. Und Movement ist, denke ich mal, auch sehr, sehr cool. Also freue ich mich schon drauf, wenn wir das mal ausprobieren können. Da bin ich echt gespannt, wie das Kampfsystem bei Path of Titans sein wird. Und dann haben wir noch Quests und Events. Ist, denke ich mal, auch eine sehr lustige Sache. Und hier unten haben wir noch einen weiteren Punkt, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Aber Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ganz kurz mit der Character Customization an. Und da sind wir schon in der Charaktererstellung. Wir nennen ihn natürlich Dandy. Und dann klicken wir gleich mal durch, was man hier alles ändern kann. Hier oben kann man erstmal... Was ist das denn hier? Ach, Pflanzenfresser, Fleischfresser. Okay, das macht Sinn. Wir fangen mal bei den Fleischfressern an, klicken die mal ganz kurz durch und schauen mal, was es alles schon gibt. Hier haben wir den Alioramus. Kenne ich so gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Kann man den drehen irgendwie? Ah ja, okay. Habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ihr könnt ja mal reinschreiben, woher man den kennt. Vielleicht aus irgendeiner Doku oder so. Habe ich noch nie gehört, auf jeden Fall. Allosaurus, cool. Werden uns dann gleich auch einen aussuchen und da mal das Ganze so ein bisschen durchspielen. Ceratosaurus. Oder Keratosaurus. Concavenator, oh, der ist auch cool. Der hat ja hier dieses sehr markante Segel. Ein Daspletosaurus, habe ich auch schon mal gehört. Sieht auch cool aus. Okay, hier kann ich jetzt nicht... Doch, jetzt kann ich weiterklicken. Okay, das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Aber das steht auch da. Ist halt nur eine Demo, ne? Deinonychus haben wir hier. Auch sehr cool, dass der gefiedert ist. Finde ich mega nice. Das habe ich ja immer schon so ein bisschen vermisst bei Jurassic World Evolution. Ich liebe nämlich gefiederte Dinosaurier. Hier haben wir den Latenivenatrix. Bestimmt falsch ausgesprochen. Habe ich auch noch nie gehört. Sieht aber mega cool aus. Metriacanthosaurus. Sieht auch sehr cool aus hier mit diesem Segel. Oh, wir haben sogar einen Spino. Das ist ja mal interessant. Der sieht auch mega cool aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ausgewachsen die noch sind. Die sehen noch relativ
jugendlich aus, würde ich jetzt sagen. Also ich würde nicht sagen, dass es Hatchlinge sind, aber ich glaube so Juveniles sind das, glaube ich, ne? Sieht zumindest noch nicht nach Adult aus. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr kennt euch da besser aus. Oh, der sieht aber schon groß aus, der Suchomimus. Kann das sein, dass der Sucho größer ist als der Spino? Hm. Sehen aber wirklich alle sehr cool aus, die Dinos. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, einmal durch. Gehen wir mal ganz schnell die Pflanzenfresser durch. Basbul Dia. Habe ich auch noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr kennt die sicherlich alle. Ich muss aber sagen, diese ganzen Default-Skins, die hier schon haben, sehen schon echt ziemlich gut aus. Camptosaurus. Sieht auch cool aus. Eotriceratops. Auch nicer Skin. Kentrosaurus. Lambeosaurus. Stegosaurus, auch sehr cool. Ich muss echt sagen, die Grafik, wenn ich das hier so sehe, das sieht schon ziemlich gut aus. Also bin ich schon begeistert. Oh, der Strithyrmimus ist auch gefiedert. Wie cool. Der hat auch so ein Federkleid. Das ist ja nice. Styracosaurus, der sieht auch richtig cool aus. Und damit sind wir einmal durch. Ich würde sagen, wir nehmen natürlich einen Fleischfresser. Und zwar nehmen wir mal den. Wollen wir mal den Spino nehmen? Komm, wir erstellen mal den Spinosaurus. Hier kann man dann logischerweise das Geschlecht festlegen. Ich weiß jetzt nicht, was das für Unterschiede hat. Also normalerweise ist es ja immer so, dass Männchen etwas bunter und farblicher sind. Ich gehe einfach auch mal davon aus, deswegen nehmen wir einfach mal ein Männchen. Was ist das jetzt hier? Egyptikos. Ah, cool. Hier gibt es sogar dann noch verschiedene Versionen. Das ist ja mega cool. Achtet mal hier auf das Segel und hier oben auf den Kopf, wie sich das ändert. Guck mal, bei dem ist sogar hier hinten nochmal so ein Segel. Das ist ja interessant, dass man hier noch verschiedene Unterarten, sage ich mal, auswählen kann von den Dinosauriern. Sind die aber alle sehr cool. Wir nehmen mal den hier. Der ist so ein Doppelsegel hier. Sieht schon cool aus. Und dann kann man hier noch einige Skins ja, auswählen und freischalten. Die habe ich jetzt logischerweise hier noch nicht freigeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, wie man die freischaltet. Oh, angucken kann man sich die sogar. Water Dragon. Oh, die sehen ja mega cool aus. Also das müsst ihr alles mal selber ausprobieren. Ihr seht ja schon, wie viele Dinos es gibt und wie viel man hier ausprobieren kann. Das Video wird sonst mega lang werden. Boah, das sieht ja richtig cool aus. Hier so ein richtiger Albino. Mega cool. Man kann übrigens auch so Unterstützer-Skins freischalten, wenn man sich bestimmte Versionen von dem Spiel kauft. Aber wir probieren jetzt hier erstmal nur mal die Standardsachen aus. Ich nehme mal diesen hier, glaube ich. Ja, so ein bisschen heller. Das sieht schon cool aus. Kann man auch die Farben dann noch. Ach, hier kann man verschiedene Farben anpassen. Seht ihr das hier? Hier kann man nicht durchklicken. Das ist die erste Farbe, die zweite Farbe, die dritte Farbe. Das heißt, man kann die wirklich sehr gut anpassen hier. Cool. Also ich denke mal, ihr seht das schon ganz gut, ne? Wenn ich hier nämlich durchklicke, was sich so ändert. Das ist die Augenfarbe jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Achtet mal auf das Auge. Lassen wir mal so gelb-orange. Also ich denke mal, das hier ist einfach das Grundmuster von den Farben. Und dann hat man hier unten dann nochmal Möglichkeiten, das Ganze zu individualisieren, so wie man es gerne hätte. Wählen wir mal hier noch ein Pattern aus. Ah, da kann man dann auch nochmal die Farbkombination gut ändern. Also man hat auf jeden Fall richtig viele Möglichkeiten, sein Dino hier anzupassen. Finde ich cool. Das gefällt mir ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob ich den nehmen will. Ich glaube, ich nehme mal den. Den finde ich irgendwie auch interessant. Ich finde die alle cool. Aber das war jetzt soweit erstmal die Charakter-Customization. Jetzt createn wir den mal. Und jetzt haben wir hier ein Male-Spinosaurus. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob wir den gleich auswählen können, aber wir springen mal zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, das ist AI, das heißt die computergesteuerten Dinosaurier. Und wir wurden jetzt einfach in so eine Karte geschmissen. Okay, krass. Aber jetzt können wir schon mal die Grafik so ein bisschen sehen. Und ich muss wirklich sagen, das wirkt schon sehr atmosphärisch hier. Cool. Können wir jetzt hier rumfliegen und Dinos suchen? Denk mal schon. Wir können sogar rauszoomen. Oha, okay. Okay, das ist das Weiteste, was geht. Aber jetzt sieht man hier schon richtig gut die Landschaft. Ich hoffe mal, das läuft alles flüssig bei euch. Ich denke aber schon. Oh, hier ist auch schon Kartenende. Okay. Der abgesteckte Bereich für die Demo scheint nicht so groß zu sein. Aber das sieht schon alles ziemlich cool aus, oder? Vom Optischen her. Gefällt mir echt gut. Hier haben wir jetzt auch ein kleines Gewässer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier jetzt schon Dinosaurier finde oder nicht. Ich würde sagen, ich suche mal ein paar. Und dann schauen wir mal. So Leute, ich habe einen gefunden. Hier haben wir einen Ceratosaurus. Der ist jetzt sozusagen computergesteuert. Das ist ja cool.
Also jetzt sieht man das schon mal ganz gut. Da läuft er durch die Gegend. Das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Da hinten ist auch noch ein Stego, so wie es aussieht. Gehen wir auch da mal hin. Schauen uns den mal an. Auch sehr cool. Der wandert hier so ein bisschen durch die Gegend. Das ist echt sehr cool. Aber ich denke mal, so viel kann man jetzt hier gar nicht herausfinden. Ich würde gern sehen, wenn die beiden gegeneinander kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke mal, das wird noch nicht funktionieren, weil Combat ist ja noch nicht implementiert. Aber wir können natürlich mal darauf hoffen, dass die aufeinandertreffen. Aber das sieht mir gerade... Nee, das sieht mir eher nicht danach aus. Und ich glaube auch nicht, dass es funktionieren würde. Deswegen würde ich einfach mal sagen, es war jetzt ein kleiner Einblick in die Welt von Path of Titans. Springen wir mal zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Tageszeiten und Wetter. Hier können wir alles ausprobieren und einstellen. Und wir fliegen hier sogar automatisch durch die Gegend. Das ist ja cool. Clear Sky. Und dann aktualisiert sich das. Cloud Speed. Wir können ja wirklich alles einstellen. Die Geschwindigkeit der Sterne, die Wolkengeschwindigkeit, die Wolkendichte. Wir machen mal so. Alles schön hell. Haben wir dann so richtig Storm, Cloudy, Fog. Was ist denn Overcast? Ich habe keine Ahnung. Können wir auch die Tageszeit einstellen. Dann sieht man wirklich, wie atmosphärisch dieses Spiel wirkt. Das ist richtig cool. Und das Plätschern vom Wasser. Oh, ist das nicht schön. Cloudy. Also hier können wir wirklich viele Sachen ausprobieren. Machen wir mal noch einmal kurz Regen und Tag. Machen wir das Ganze mal ein bisschen höher, damit es Tag bleibt. Ja. Das ist, denke ich mal, jetzt nicht so spannend. Könnt ihr auch alles selber ausprobieren. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Auch wie sich das Licht so bricht durch die Bäume und sowas. Das sieht schon cool aus. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Bei dem nächsten Punkt, da können wir die Singleplayer-Map erkunden. Das heißt, wir können das erste Mal selber spielen. Wählen wir mal einen coolen Dinosaurier aus. Ich würde sagen, wir nehmen jemanden oder einen Dino, der relativ schnell ist. Ich weiß gar nicht, was wir auswählen können. Ach, wir können hier nur die Kleinen auswählen, so wie es aussieht. Wollen wir mal einen Struthiomimus nehmen? Finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir mal hier ein Female. Oh, sogar hier kann man verschiedene nehmen. Hier kann man sogar einen nehmen, der nicht gefiedert ist oder nicht so wirklich. So ein bisschen Federkleid hat er trotzdem hier unten. Das finde ich ja mega cool, dass man so verschiedene nehmen kann. Wollen wir mal den nehmen mit ganz viel Federn. Der ist ja ganz cool. Dann kann man den hier auch wirklich wieder mega customisieren. Also das finde ich richtig toll, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Dann sieht auch später jeder anders aus, wenn man dann mehrere in seiner Gruppe hat, sozusagen. Nehmen wir mal so einen gepunkteten. Der sieht doch ganz schön aus. Dann die. Und let's go. Ich hoffe, jetzt geht's hier los. Wir konnten hier übrigens leider nicht unseren Spino auswählen, logischerweise. Aber wir treten mal der Welt bei. Jetzt sehen wir das schon. Wir haben einen riesigen Schweif mit ganz vielen Federn. Jetzt können wir das erste Mal rumlaufen. In Path of Titans. Das ist ja interessant. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen Geschwindigkeit, also ein bisschen Zeit, bis er auf Geschwindigkeit kommt. Das hat man gerade schon gemerkt. Finde ich aber cool. Dann ist er auch relativ schnell unterwegs. Ich weiß gar nicht, was wir hier schon machen können. Können wahrscheinlich springen. Wir sind Fliegenpilze. Die sollten wir vielleicht nicht essen. So ein bisschen Wasser. Das ist schon echt cool. Also es fühlt sich auch von der Steuerung sehr gut an, muss ich sagen. Fühlt sich sehr flüssig. Beißen oder so kann ich leider noch nicht mit der Maustaste. Kann ich raus und ranzoomen? Ja, ein bisschen raus und ranzoomen kann ich. Ich kann mich einmal komplett umgucken und den Dino angucken. Und jetzt seht ihr schon, wie das Ganze in-game aussieht. Und das sieht schon ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Cool, wir können sogar schon verschiedene Schreie machen. Das hört sich ja cool an. Oh, ich glaube, das ist böse, oder? Also ich mache jetzt von 1 bis 4 mal alle durch. Das ist jetzt 4 zum Beispiel. Okay, da guckt er sich nur um. Bis 5 auch noch? Ne, 5 gibt es anscheinend nicht. Okay, 1 bis 4 gibt es. Und F gibt es auch noch. Was ist denn F? Klingt auf jeden Fall auch cool. Das ist schon nice. Kann der jetzt schon schwimmen? Ne, ich glaube nicht so richtig. Oder? Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich glaube schon. Aber ist ja süß, wie nur der Kopf. Ne, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, das sollten wir uns gleich im Schwimmteil angucken. Also in dem Schwimmteil von der Demo. Da wurde das ja schon richtig implementiert.
Unten seht ihr übrigens, wo ich jetzt gerade mal an Land schwimme, ich glaube, das dauert ein bisschen. Unten seht ihr auch ein paar Leisten. Die weiße ist die Stamina-Leiste, das heißt, wie lange ich rennen kann. Darunter ist die Gesundheitsleiste in Rot. Und links und rechts logischerweise Futter und Trinken. Ist, denke ich mal, relativ simpel und selbsterklärend. Und ich bin echt gespannt auf das Spiel. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn es released. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr euch auch freut und wenn ihr dann mit mir gemeinsam zocken wollt. Weil ich werde auf jeden Fall, wenn das Spiel rauskommt, wieder ein paar Livestreams machen. Und dann machen wir mal eine riesige Dinosaurierherde. Und dann geht's ab, Leute. Das heißt, wenn ihr das Spiel vorbestellt, dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen gemeinsam zocken. Freue ich mich schon drauf. Ja, gehen wir mal in die Multiplayer-Map, würde ich sagen. Okay, Leute, ich glaube, Multiplayer-Map ausprobieren geht gerade nicht. Zumindest weiß ich nicht, wie man Server findet. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja schon spezielle Server oder so. Habe ich mich jetzt nicht genau drüber erkundigt, muss ich sagen. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ist ja im Prinzip nichts anderes, nur dass dann auch andere Spieler da rumlaufen. Aber groß kämpfen oder so kann man sowieso noch nicht. Deswegen ist es, denke ich, nicht so schlimm, dass wir das jetzt nicht uns angucken können. Gehen wir doch dann einfach zum letzten Punkt, nämlich Swimming. Hier stehen übrigens auch immer so ein paar Nachrichten immer, dass das Ganze Early Access und so ist und dass nicht alle Sachen schon perfekt aussehen. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich bin froh, dass wir überhaupt was ausprobieren können. Ja, wir können ja nur den Suchomimus nehmen. Kann man natürlich auch wieder so viel einstellen. Das finde ich hier immer am interessantesten, dass man hier wirklich das Model ändern kann. Hier geht es jetzt leider nicht. Ah, hier haben wir sogar einen Skin freigeschaltet, den Bäcker-Skin. Das heißt, weil wir das Spiel supporten, haben wir hier sogar einen Skin freigeschaltet, einen extra Skin. Der sieht auch cool aus. Können wir jetzt noch so ein bisschen kostümisieren. Den Weiß mit rein. Oh, ich glaube, so hell finde ich ganz cool. Achso, wir können den richtig knallig rot machen. Das ist ja cool. Ist leider gerade sehr schattig, deswegen weiß ich gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und dann blaues Auge. Okay, der ist natürlich jetzt sehr auffällig. Finde ich aber cool. Und hier kann man dann nochmal die Grund... Pattern so ein bisschen ändern. Ich mache das so, oder? Ne, machen wir so. Finde ich ganz nice. Nehmen wir natürlich auch wieder Dandy und dann gehen wir mal ein wenig planschen. Enter World. Und jetzt sind wir das erste Mal ein großer Fleischfresser. Cool. Sieht schon nice aus, ne, der Skin. Muss ich sagen. Sieht schon sehr gut aus. Richtig cool. Jetzt sind wir ja auch in so einer sumpfigen Gegend. Das passt ja richtig. Der kann bestimmt auch schreien. Okay, das ist jetzt Schrei 1. Das ist jetzt Schrei 2. Das ist der dritte Schrei gewesen. Ich glaube, das ist böse. Der vierte. Okay, der vierte scheint immer nur so ein... Kopfschütteln so ein bisschen zu sein. Kein richtiger Schrei. Ist aber auch sehr cool, dass man sowas machen kann. Oh, der hat sogar einen fünften. Das ist jetzt der fünfte. Da schaut er sich einfach nur ein bisschen um. Und das ist F. Okay, cool. Gehen wir mal planschen. Ah, das sieht schon nice aus, ne? Hier sind gerade auch die Lichtverhältnisse sehr gut. Kaum Nebel und so, dann sieht man schon, wie gut die Grafik eigentlich ist. Also ist alles sehr gestochen, scharf. Ich hoffe, auf YouTube sieht es auch einigermaßen so aus. Weil auf YouTube wird leider immer alles ein bisschen pixeliger, als es dann wirklich im richtigen Spiel ist. Und jetzt gehen wir schwimmen. Ich fühle mich richtig wie so ein Unterwassermonster. Oh, mit STRG können wir tauchen. Okay. Wow, das ist ja cool. Ich schwimme auch so ein paar kleine Fische. Und mit Shift können wir logischerweise schneller werden. Ich finde es aber gut, dass man tauchen kann. Jetzt stellt euch mal vor, da vorne wäre jetzt irgendeine Herbivore-Herde. Irgendwelche, ja, irgendwelche Opferdinosaurier am besten. Irgendwelche Gallimimus oder so am Ufer und dann kommt man so wie so ein Monster und dann dödem, dödem, dödem. Das ist schon cool, ne? Das ist schon wirklich nice. Habe ich immer so ein bisschen vermisst bei The Isle, dass man nicht tauchen konnte. Weil dadurch waren halt die Wasserdinosaurier nicht ganz so stark. Also man kann auch so an Land natürlich, also so schwimmen, dass man so gesehen wird. Aber dass man tauchen kann, ist natürlich ein großer Vorteil. Hat man denn hier auch eine Luftanzeige oder sowas? Ne, bis jetzt noch nicht, so wie es aussieht. Die Stamina geht sogar hoch, wenn man hier taucht. Aber ich denke mal, später wird man dann auf jeden Fall eine Luftanzeige noch bekommen, dass man nicht ewig unter Wasser bleiben kann. Aber das ist schon nice. Dadurch kann man sich halt wirklich Vorteile erhaschen, wenn man so einen Dinosaurier nimmt, der auch schwimmen kann oder tauchen kann. Weil das hat halt vorher immer so ein bisschen gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie gut man das sehen kann, wenn hier einer unter Wasser ist. Das können wir leider jetzt auch nicht ausprobieren. Würde mich aber mal interessieren. Aber das Wasser hier ist relativ... Ja, relativ trüb, ne? Also man kann das jetzt nicht unbedingt den Grund sehen. Also ich glaube, das wäre schon
ziemlich schwierig, wenn man dann hier so mit ein paar Dinosauriern steht und nicht gerade aus Wasser achtet, trinkt. Und dann kommt da auf einmal so ein Suchomimus aus dem Wasser. Ich bin beeindruckt. Sieht schon sehr cool aus. Und wenn es irgendwie was Neues geben sollte zu Path of Titans, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, der erste Eindruck hier. Und ich freue mich schon sehr auf den Game Release. Ist ja nicht mehr lange bis dahin. Aber Leute, falls euch dieses kleine Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.